Jetzt habe ich hier also einige Tage in Berlin verbracht. Es waren wirklich tolle Tage, auch wenn diese Übernachtung dort im JW Marriott nicht so schön war. Aber wir haben das geklärt, das lief alles ein bisschen schief und ihr wisst ja, dann spricht man eben mit denen und dann, ja, dann gleicht man das aus mit Punkten. Ich kriege dann so eine kleine Punktegutschrift und damit ist das dann erledigt. Und ich habe gesagt, ich werde irgendwann mal wiederkommen, im Moment nicht. Und dann werden wir mal sehen, vielleicht hat es noch eine Verbesserung gebracht, weil die natürlich auch viel neues Personal brauchen und der Umbau dann auch erstmal fertig sein muss und dann kann man nochmal drüber nachdenken. Ansonsten habe ich ja jetzt wieder, worüber ich sehr froh bin, zwei schöne Hotels für Berlin. In dem Sinne etwas, wo ich weiß, wenn ich beim nächsten Mal wieder hierher komme, ist für mich die erste Wahl das Autograph Hotel am Steinplatz und die zweite Wahl wäre also hier das Ritz-Carlton, weil das auch ein fantastisches Erlebnis war. Große Freude, haben mir wirklich viel Spaß gemacht, sodass ich ein echtes Experience hatte, was mich mitnimmt in die nächste Reise. Und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema. Es geht also schon wieder weiter in die nächste Destination. Hier von Berlin habe ich mir vorgenommen, ins bayerische Munich zu reisen. Und auch dort gibt es ja interessante Hotels, die ich noch nicht kenne, die ich jetzt kennenlernen möchte. Ich werde aber noch nicht so viel darüber berichten, denn ich meine, ich war ja in dem einen, das ist ja das Westin, das hat mich völlig überrascht. Auch tolle Upgrades, tolles großes Haus in dieser Massenfertigung, dann oben eben diese tolle Club Lounge und unten, dass man also, ich sag mal, diesen Spa-Bereich hat, der ja auch fantastisch groß ist. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Hon, der beste Hoteltester. Es gibt eine Short Review in 55 Sekunden. Ich befinde mich heute in einem The Westin Grand in Munich. Ein freundlicher Doorman begrüßte mich mit: Ich bin jetzt Ihr persönlicher Security. Das ist ein Go. Fantastisch kompetente Mitarbeiter beim Check-in und es gab ein Upgrade in eine Suite. Wow! The Westin Munich hat eine Club Lounge und zwar nicht ganz unten im Keller, sondern on the top oben, nämlich im Penthouse-Stil. Exzellent! Dort gibt es auch Frühstück und am Abend ab 17 Uhr Bier und Köstlichkeiten. Außerdem findet man eine fantastische Poollandschaft mit Sauna und großem Schwimmbecken. The Westin Grand in München, ein fantastisches Hotelerlebnis, ein absolutes Go. Du willst mehr über das Hotel erfahren? Dann folge mir auf YouTube. Für so ein Messehotel, ein wirkliches tolles Hotel, es hat mich wirklich begeistert und deswegen würde ich, wenn ich wieder nach München komme, auch wieder dort übernachten. Aber ich habe ja jetzt vor auch zwei andere Hotels, die ich noch nicht kenne. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich ja so enttäuscht war von diesem Munich Airport, ja, von diesem Marriott Munich Airport. Das war wirklich, das war ein horrible Dings. Und das war noch schlimmer eigentlich als das JW Marriott. Also das kann ich nicht anders sagen. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Horn. Es gibt eine Hotelkritik. Ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt bei Marriott Bonvoy, speziell in den Marriott Hotels. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt und ich muss es hier in diesem Hotel, nämlich ich bin im Hotel Marriott Munich Airport, also am Münchner Airport, in der Nähe und zwar in Freising. Allein schon die Tatsache, dass es ein Airport-Hotel ist, ist schon eine Frechheit. Ich finde das persönlich eine Frechheit, weil es ist ja gar kein Airport-Hotel, denn es ist ein Hotel in der Nähe vom Airport. Mehr kann man nicht dazu sagen, weil ein Airport-Hotel ist ein Hotel im Airport. Also zum Beispiel das in München am Hotel, direkt im Airport drin, das Hilton Hotel. Aber dieses Marriott-Hotel, was soll ich sagen? Es gibt einige klare Fakten und einige Informationen, die ihr wissen solltet. Also das heißt, wenn ihr hierher kommt und das Hotel mal buchen wollt, dann ist das eine Möglichkeit, aber ihr dürft nicht zu viel verlangen. Also erwartet nicht, auch speziell als Platinum-Member, dass ihr hier mit offenen Armen und mit Gratulationen empfangen werdet, also VIP-technisch. Denn was musste der Hon als erstes machen? Er musste sich den Manager on Duty und da kam dann gleich der General Manager zum Hon. Und da habe ich gesagt, sagen Sie mal, wie sieht denn das eigentlich aus in Ihrem Hotel? Ich komme aufs Zimmer, ich habe eine Suite gebucht. Ich habe diesmal eine Suite gebucht, weil ich dachte, ich brauche ein bisschen Platz. Ich will nicht auf das Risiko gehen, es könnte ja voll sein, aber ich habe es gebucht. War ein guter Preis, war alles in Ordnung, habe ich gemacht. Also komme ich hierher, was war? Nichts! Es war nichts. Es war auf dem Zimmer nichts. Weder irgendwas Schönes, irgendwie was mit Wasser oder Sonstiges. Es gab gar nichts. Es war wirklich, man hatte das Gefühl, dieses Marriott Hotel hat kein Interesse an Platinum. Ich habe den Hoteldirektor dann selbst gefragt und habe gesagt, sagen Sie, ich komme aufs Zimmer, da ist weder ein Wasser, da ist noch nicht mal eine liebe Karte, noch sonstiges, noch nicht mal ein Gläschen Wein, nichts. Also ich meine, ist das Standard bei Ihnen? Nein, sagt er, ja, nein, das machen wir natürlich immer. Ich sage, ja, warum haben Sie es jetzt nicht gemacht?
Ich meine, darum komme ich ja hierher. Darum will ich ja wissen, was Fakt ist. Und in diesem Hotel, in diesem Marriott Hotel, das ist eine Schande. Es ist eine Schande. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist eine Schande für dieses Marriott-System, für Bonvoy. Und ihr wisst ja, wie gut ich dort verwöhnt werde. Ich meine, exzellente Verwöhntheit. Aber es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Das heißt also, es ist zwar standardtechnisch, kann bis 16 Uhr auschecken und ich kriege wahrscheinlich auch ein Upgrade. Aber die einzelnen Hotels, wir wissen ja, der Fisch stinkt am Kopf, sagt der Horn. Und von der Seite, ich konnte mich hier ringen dazu, dass ich sage, vielleicht komme ich nochmal wieder. Also ich werde euch informieren, ob das so der Fall ist, und zwar in der nächsten Geschichte. Ansonsten schreibe ich das unten in die Geschichte, also da unten bei mir rein, und lasse da so ein Ding durchlaufen, ob es wieder passiert ist. Und wenn es wieder passiert ist, dann ist dieses Hotel wirklich ein No-Go. Ich sag mal so, die Rezeption, das ist alles nett. Es gibt hier einen Pool, es gibt hier ein Gym, es gibt hier sogar eine Sauna. Also, das ist alles in Ordnung, wirklich. Das kann man alles machen, aber nicht sauber. Ich meine, wenn ich solche Fußtapfen sehe, wo ich sage, da ist schon der Fuß zu sehen, da muss ich sagen, da ist davon Hygiene gar keine Rede. Also, das heißt, da ist der Fuß, ja, wir reden von Pilzen, ja, die sind schnell da. Ich frage mich, wieso überhaupt Menschen nackt, also mit nackten Fußes, dort überhaupt langlaufen. Ich meine, man müsste doch ein Schuhchen anziehen. Aber auch das, hier gibt es weder Schuhe, die haben alles gespart, die haben an allem gespart. Also, mal gucken, vielleicht ist das Marriott, das habe ich schon verraten, dann vielleicht besser, oder eben auch das andere Hotel. Also ich bin mit zwei Hotels dabei und gebe jetzt also von hier, von Berlin, direkt ab zum Horn nach Munich, München. Guten Flug! Restschluck. Flugzeuge werden nicht sauber gemacht, schon gar nicht Toiletten. Und es ist wirklich eine dramatische Situation. Es wird immer schlimmer und man hat gehofft, es würde sich irgendwie nach Corona eine Verbesserung einstellen. Das ist aber leider nicht der Fall. Immer wieder, wenn ich mir die Flugzeuge ansehe, wenn ich unterwegs bin, oder auch die Toiletten, die noch viel schlimmer sind als die Sitze, dann ist das ein unmöglicher Zustand. Alles ist, ja, mit Urin und mit Dreck und Schmiererei, alles klebt. Es ist einfach ein unmöglicher Zustand, den wir Kunden ja auch in dem Sinne bezahlen, dass wir einen ordentlichen, sauberen Toilettensitz bekommen, und selbst die Angestellten nutzen diese Toiletten schon gar nicht mehr, und als Gast bleibt einem ja oft gar nicht die andere Wahl als diese Toilette. Das ist Mr. Bob, best on board. Und jetzt die Geheimsprache der Flugbegleiter. Jetzt auf YouTube, exklusiv bei Der Hon. Denn er ist Mr. Bob, the best on board. Und von Berlin bin ich nach München geflogen. Ja, was soll man sagen? Also der Flug, oh Gott, Kinder, also wirklich dieses Thema da mit der Grube und Lufthansa, also das ist schon schwierig. Sexy.
sexy beat.